Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch den neuen Gildenboss Akumu zeigen. Ich habe die ganzen Bosse vorher schon einmal alle probiert, welche Teams da am besten sind. Bei Normal und Schwer nutzen wir das Pierce Damage Team. Für Extrem empfiehlt sich das Lost Vein Team. Das Pierce Damage Team geht auch, nur da ist es schwieriger, den Highscore hinzubekommen. Dann würde ich mal sagen, ich zeige euch mal Teamkonstellationen. Hier haben wir einmal das Team für Normal und Schwer. Hier haben wir einmal Omega Rugal. Falls ihr den Omega Rugal nicht habt, könnt ihr für ihn auch einen Hauser nehmen. Aber Omega ist definitiv die bessere Wahl, da er weit mehr Pierce Damage hat wie ein Hauser. Dann haben wir Lilia einmal für ihre Passive halt, die Durchdringen von Omega und Lost Vein zu erhöhen um 50%. Grauser für Rank Ups und Blutdemios halt für sein Damage. Dann haben wir für Extrem die Variante nachher mit der Lost Vein Ultra Kombination. Das Problem ist, das Team auf Normal Schwer könnte noch klappen, aber auf Normal klappt es nicht. Zumindest nicht mit dem Gear, was ich mittlerweile habe. Da mich der Boss fast nur am Resisten bin und ich so nicht Crits kassiere mit Lost Vein, um seine Ult schnell zu bekommen, weil ich möchte, dass seine Fähigkeiten, die er per Hand bekommt, schnell durch den Boss auf Rang 3 hochgehen. Das ist halt auch normal und schwer, relativ schwer, auch extrem ist es kein Problem, weil da hält der Boss ein ohne Probleme. Dann würde ich mal sagen, bringe ich jetzt ins erste Video rein. Ich habe ein paar Videos vorbereitet, also mehrere Szenen zu den einzelnen Bossen, in denen wir dann sehen, wie die Bosse ablaufen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Videos. Haben wir unser Pierce Damage Team. Der Rugal, Linda, Gausser und dem Meliodas. Ich werde die Karten gleich bekommen. Dann halt man die ganzen Skills raus, die wir brauchen. Für Pierce-Angriff kommen, weil man Ruger Pierce damit schützen hat. Mein Udemimirus hat nur Crit-Damage an. Das sieht sehr gut aus. Und die Bücherkarte rein. Einmal einbringen. Und dann gehen wir Lost Vein zu meinem Mädel, oder? Stimmen wir das? Dann hören wir eine Goldkarte. Will sein. Gleichen Damage an der Stelle wie Lost Vein. Sind auch um die 971. So, wir haben mein Team gerade komplett umstrukturiert. Wird anstatt Gausser Mamas drin für HP Insight. Da das Team so auch bei den allerersten zwei drin hatte, bei dem mein Punkt da suchen. Der Damage ein. Interessiert es. Dann reduziert es aus der E. Teilen Igno. Warten. Aber wird nicht. Hauen. Heilung, die wir brauchen. Auf
aufheben können. Hochheilen. Kann doch herfahren. Eben halt Damage machen, aber wir haben wir AP. Und eine Goldkarte brauchen wir nicht zwingen. Und wir machen so definitiv. Deswegen. Ich empfehle dann eher doch diese Kombination, weil ihr da Punkte bekommt durch. So, sind wir auf dem Schwierigkeitsstufe schwer mit dem Damage-Team. Wir haben anstatt Gausser aber jetzt in vornherein ein Marmoth dabei, da wir bei Schwierigkeitsstufe normal gerade schon festgestellt haben, durch die erhöhte HP haben wir definitiv mehr Punkte, die wir machen können. Dafür würde ich sagen, fangen wir erstmal so an, wie wir es auch gemacht haben, gerade die Augen, aber diesmal heben wir die Heilung noch auf. In der Hoffnung, dass meine Lilie-Heilung nicht blockiert wird. Karten keine bekommen, aber dafür Lost Link. Zu dem Meliodas Karten. Ich habe es wirklich mit dem Lost Link hier. Ich glaube, jetzt noch kein Kill. Kann ich mir nicht vorstellen. Eine Pisskarte. Hit. Aber die Pisskarten, die wir brauchen, ist auf hart, sag ich mal, so ein 3-Runden-Kill, außer man hat wirklich im P2 The Pierce Hand, God Hand. Das heißt, Meliodas-Karte, Omega-Karte, dann. Ich kann mal kurz Punkte Puls. Sollte reichen, was ich bis jetzt gesehen habe an Punkten. Da war die Ult weg, Reduzierung und Ult hinterher. Ganz viel. Skills raushauen wie bei allen anderen brauchen, bei SARS, das. So, und hoffen wir auch, dass wir jetzt keine Lost Vein-Karten bekommen. Ich will, dass ich bald mal einen Lost Vein mal ein bisschen nach rechts schieben muss. In der Hauptaufstellung, weil. Das war irgendwie zweimal Glück, dass irgendwie mein Lost Vein immer. Der war, den ich halt erst bekommen habe. Ich im erste Runde mache auf Bottles. Das ist viel Damage. Ah,
Aber ich habe überlebt. Das. Blöd. Aber er dürfte jetzt down sein. Die Hand ist jetzt leider nicht perfekt, da ich auf extrem definitiv schon bessere Hände. Ich habe 100.000 Schaden auch gemacht. An einem Single Target. Auch sind 681 definitiv. Ja, wir mit dem Pierce Damage Team geschafft haben. Probieren es aber nochmal. Willkommen beim zweiten Versuch vom Bärenmodus Main. Der Boss mag mich nicht so viel. Das ist mir mittlerweile aufgefallen. Egal was ich probiere, er lässt mich einfach nicht. Das machen, was ich möchte. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nein, das habe ich. Was soll das? Warum habe ich das gewusst? Up, Godless. Da. Das. Dann bitte jetzt 2 bis 3 Los Playkarten. Also mit dem Schildtechnisch sind wir jetzt auf der ganz guten Seite. Wenn er mir jetzt schafft, die Ult zu klauen, aber ich auch nicht mehr weiter. Komm mal dran. Kalt, 3 Skills nutzen. 3 Skills. Ich finde halt wirklich so die Lost Vein Karten auf der Hand, um halt den Ult Damage weiter zu maximieren. Aber 372k Crit, das ist meist eine Damage Zahl, das heißt, ich müsste Punkte bekommen für das Damage 1759. Hier brauchen wir ihn. Dann brauchen wir ihn. Das brauchen wir nicht in der ersten Runde. Wir hoffen jetzt drauf, dass wir möglichst viele Lost Vein Karten bekommen. Je mehr natürlich, das besser für uns. Ja, sie könnte besser sein natürlich. Haben wir aber schon mal den ersten Mal 3, das heißt, wir haben Ult haben wir definitiv mit Lost Vein gleich. Haben wir den Ult, werden wir auch gleich sofort nutzen. Dann werden wir gleich Godless schon mal verschieben. Wollen wir ihre Skills raus, die Skills brauchen wir eh nicht. Dann haben wir höhere Chance, dass wir noch Karten von Lilos noch bekommen, um die Ult gleich zu verstärken. Haben wir noch einen Skill von Lost Vein bekommen, das ist gut. Das heißt, dann doch mal 60% mehr Schaden. So, dann können wir das machen. Den brauchen wir nicht, wenn ich jetzt raushabe, ein und wieder 3 Kugeln schon mal. Das heißt,
Wir kriegen das nicht schneller mit, Lost Vein gleich. Ulten. Mal wieder was verpasst. Wow. Ach, fucker. Feld. Gut. Der überlebt die Runde ja gar nicht, der Boss. Und dass mein Lilia den gerade gekillt hat, das wäre. Aber die Hand sieht jetzt. Sagt man so schon sehr göttlich aus. Aber wir müssen. Dass wir irgendwie die Hand so behalten, wie wir sie haben. Wir müssen uns angreifen, wir würden noch ein paar Karten von Lost Vein bekommen. Die Hand reicht, um ihn auf jeden Fall jetzt zu töten. Was wir wahrscheinlich auch machen werden müssen. Ja, Finish. Aber es war nicht der beste bei dem haben wollten. Aber wir haben gerade die Punkte gesteigert. Doch schon mal ein Anfang. Ja, ein Extremversuch. Hier gehen wir wie gesagt das Vein bei. Wir hauen jetzt alle erstmal die ganzen Skills raus, die gerade mehr oder weniger nutzlos bei uns in der Hand sind. Wir hoffen jetzt als nächstes, dass wir wirklich viele Lost Vein Karten bekommen. Und vielleicht mehr oder weniger P2 den Boss Ultra die machen können. Lilie Karte bringt nicht, aber die Karte bringt uns was. Ich wäre jetzt noch schön in der P2 dein Bild wieder bekommen für auch wenn er dann die Ult voll und noch gerne so viel drauf brauchen. Verbrauchen. Also so ein Schild ist wie irgendwie in den ganzen Toys, die wir jetzt so gerade machen, ganz gegönnt, aber. Der damit schon da gewesen. Ab. Also wenn Karte mehr schon so voll eine Karte bekommen. Gegen kein Schild. Was ist? Weiß wir werden gucken, ob die Heavy 3000 für die Punkte bekommen.
Playing Card. Eigentlich sollte nicht singen. Punktetechnisch kann ich mich mit 3558 gar nicht beklagen. Aber geht definitiv schlechter. So, ich danke euch allen zum bei meinem neuen Guide für Wilden Boss Akku. Ich habe jetzt in Vorhin von 6018. Es wird definitiv wohl mehr gehen. Immer extrem brauche ich mich mit den aktuell, das gleiche bei schwer, dass ich dann mal wirklich mit vielen Lost Lane Karten in die Ult reingehe. Bei normal, da muss man mal gucken, ob es da noch andere Teams gibt, die das wesentlich besser machen. Aber Teamkombinationen sind die besten. Leider geht die Lost Lane halt in E1 auf normal nicht, da man halt wirklich keine Kritik passieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut, macht es besser.